Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play Gold Rush, The Game. Bekannt von D-Max, Discovery, CNN, NBC oder BBC. Keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich kenne es nur von D-Max. Hab mir extra natürlich noch so ein paar Dinger geholt. Gibt es aktuell im Angebot. Oder wenn das online geht, gab es das im Angebot im Winter Sale von Steam und ich hatte noch ein bisschen Steam Guthaben, also habe ich es ausnahmsweise mal gemacht und bei Steam direkt gekauft und nicht über andere Seiten mir Keys gekauft, wie ich es sonst mache. Ich muss ja das Restguthaben auch mal wegkriegen. So, und ja, jedenfalls haben wir jetzt dieses wundervolle Spiel. Gold Rush, Goldrausch am Yukon oder wie man das auch nennen mag. Geil. Habe ich ja hart gefeiert. Settings. Deutsch. Polski, Deutsch. Deutsch. Alles kostet $1. Keine Ahnung, da lasse ich mal so, wie es ist. Ich hätte es noch 1 Euro umgewandelt, aber dann wären es wahrscheinlich 100 gewesen. FPS, wozu? Wenn ihr mal wollt, dass ich die FPS anzeigen lasse, da es hier möglich ist, schreibt sie in die Kommentare, dann kann ich das gerne mal für euch in einer Folge mal anmachen, dass man so sieht, wie die FPS so springt, keine Ahnung. Celsius, 24 Stunden. Ja. So. Halt, stopp. Ich bin ein bisschen so. Neues Spiel. Einfach. Nur für neue Schürfer. Geboren in Alaska. Für Veteranen. Konkurriere mit anderen. Ah. Nein. Aha. Also müssen wir erstmal anfangen. Möchtest du das Tutorial-Spiel spielen und so? Möchtest du das Tutorial spielen und so lernen, wie man Gold Rush The Game spielt? Ja, ich habe zwar viel Erfahrung mit D-Max, aber da musste ich niemals selber Hand anlegen und mich dreckig machen. Da war ich nur Zuschauer, Freunde, nur ein Zuschauer von vielen anderen auch. Einer von vielen sind wir gewesen und haben die Nuggets beobachtet. Eimerleerung am Saisonende. Machen wir es nicht auch schon vorher? Egal. Kein Zurückhalten des Goldes mehr. Ab sofort wirst du das Gold nicht mehr in Eimern oder Moosen zwischen den Jahreszeiten zurückhalten können. Du musst es waschen und während des Permafrostes wird dein gesamtes in Eimern und Moosen aufbewahrtes Gold automatisch mit 15% Verlust gewaschen. Um das zu vermeiden, musst du es manuell waschen. Wichtig, das automatisch gewaschene Gold wird nicht in die Saisonal-Gold-Rangliste aufgenommen. Das Hauptziel dieser Rangliste ist es, deine Leistung bei jeder Aktion zu überprüfen, inklusive Waschen. Das automatisch gewaschene Gold wird nur zu deiner maximalen Gold-Rangliste hinzugefügt. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Hallo Grünschnabel! Ich gebe dir zu Beginn deines Abenteuers einige Tipps, danach musst du dir viel DigTube ansehen, so heißt unser lokaler Goldgräber-Videodienst. Oder unser Notizbuch gründlich lesen. Dort sind alle Informationen, die du brauchst, um der reichste Goldgräber in Alaska zu werden. Du kannst das schaffen.
Lass uns damit anfangen, das Auto wieder flott zu machen. Jemand hat es so geparkt, dass wir es nicht mehr von dem Hügel herunterbekommen. Wir müssen das Wiederherstellungssystem verwenden. Sorry, ich bin immer noch erkältet. PS, wenn du während meiner langen und möglicherweise auch sicher wiederholenden Aufgaben ab irgendeinem Punkt das Gefühl hast, dass du alleine zurechtkommst, dann geh einfach in das Menü und wähle Tutorial beenden. Noch was? Cool, cool, cool. Wow. Aha. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, das ist echt eine Menge Sachen, die man hier kriegt. Ich suche im Grunde nur Auto. Steige in den Pick. Ach so, ich soll ihn zurücksetzen. Yeah, motherfuckers. Öffne den Rucksack und wähle dann den Pickup wiederherstellen. Wo ist denn? Wo ist mein fucking Rucksack, Freunde? Hä? Aber wo nehme ich? So. Oh. Wo ist mein Pickup? Wie bin ich da jetzt hingekommen? Mit welcher Taste war das? J. Okay, mein Wagen ist da unten. Ach, da! Ah, ich kann rennen. Okay, 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 okay. Yeehaw! Ja, oder Motor anschalten hier. Ah. What the fuck? Yeehaw! What the fuck is this for shit, bitch? Ugh.
Eine Geschichtsbenachrichtigung blinkt auf deinem Bildschirm. Das bedeutet, dass ein Teil deiner Geschichte in der Nähe ist. Je näher du die Geschichtsseite bist, desto schneller blinkt es immer. Du kannst jederzeit die Spieleinstellung deaktivieren. Wow! Hätte ja fast das Feuerchen hier überfahren, oh. Mann. Fühlt sich an wie ein Fahrsimulator. Handbremse. Motor aus. Aussteigen. Eigentlich lassen wir die Scheiße laufen, weil wir sind richtig harte Kerle. Richtig harte Kerle sind wir. Brauche ich nicht erstmal eigentlich Strom hier? Ah, alle Knöpfe drückst. Ah, alles klar. Und damit fängt man dann an. Erstmal alles. Wir machen mal alles an. Wir haben zu viel Para, was wir nicht besitzen. Wir machen mal alles an. Aber das ist verdammt langsam. Das ist ein bisschen lästig. Kommt da denn noch Wasser an? Ja, da unten tropfelt da so ein bisschen. Ist jetzt nicht die allerhübscheste Grafik, aber ich find's irgendwie cool. Wäre das natürlich noch ein bisschen smoother, die Grafik, wäre es natürlich noch mal ein bisschen geiler. Halt, stopp! Ah, es geht hier ab, ihr Spastis! Was soll das Scheiße? Hier wird nur Welle gemacht, ja? Bewegt euren fetten Arsch und geht an die Arbeit zurück, ihr kleinen, verlumpten Wichser! Ja, so läuft das halt, ne? Bei im Goldrausch. Da fluchen die ganze Zeit und beleidigen die ganze Zeit. Richtig funny. Okay. Ah, okay. Alles klar. Erstmal ein bisschen watchen. Okay. Okay. Erstmal X'en. Ah, das ist gut. Alles geht mit Inks.
Oh, wie viele Tasten, ey, das geht ja immer weiter nach hinten, das ist ein bisschen. Und G holt ihn wieder rein. Ja, das ist immerhin gut gelöst. Ja, da mache ich mal nicht, ich mach mal hier. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Hat du denn? Hat du denn? Ah, fick dich! Get in! Nee, wir müssen wieder... So. Okay. Bisschen tiefer? Hä, wieso geht er denn nicht zusammen? Ja, ich muss erstmal reinkommen, Freunde. Ich muss das ganze Ding erstmal hier ein bisschen verstehen. Ah, ich glaube, das Ding ist leer. Okay, einfach so Loch rein und fertig ist die Katze. So einfach ist es nicht. Ja, gut. Das ist ja richtig Fingerspitzen mit Gefühlen und so. Dann machen wir es auch mal so. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja, Motherfucker, da ist was drinne. Mit dem Ausgebaggerten. Yeehaw! Ist das das hier? Na, eigentlich nicht, eher da hinten. Ja, mein Gott. Wie war das nochmal mit dem Fahren? Also ich war jetzt hier mal beim besten Willen nicht, wo das Ausgebaggerte sein soll. Das liegt wahrscheinlich da hinten. Ich nehme jetzt einfach den Berg hier und fertig. Mir ist scheißegal jetzt. Ja! Oh nee.
mal zurück da, genau. Da war noch gar nichts drin. Na, Mann, das ist echt nicht so geil. So. Ah! Hallo! Wahrscheinlich ist die Schaufel zu voll. Ah! Ah! Ah, alles klar. Ich glaube, ich brauche da eine andere Ansicht. Ja, meine Fresse, steig halt die ganze Zeit aus. Mann, ich drück immer. Okay. Nein, zurück. Nein, hoch. So geht's besser. Ups. Ich sagte ja, hoch, ne? So. So. Wie viel Zeit haben die uns dafür eigentlich gegeben? Naja. Ist wirklich nicht so einfach. Boah, das kann noch ein halbes Jahr dauern, du. Mann! Ah, hier. Hatte da so ein bisschen die falsche Taste. Wo landet der ganze Scheiß eigentlich? Ah ja, so kleiner Häufchen, kleines Häufchen ist dahinter. Nein! Nein! Ja, nein, nein. Nein. Ja, besser, besser, besser als vorher. Thank you.
War so ein bisschen Andertschen. Kann man ja mal machen, ne, Freunde? Das ist echt nicht so einfach. Muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich nur an mir. Ich kann auch nicht fahren. Ich weiß nicht, wie man fährt. Ja, also, keine Ahnung. Nein, das war viel zu wenig. So. So, ist er jetzt da drin? Okay. Wieso macht er denn jetzt nichts mehr? Nein! Zu! Mann. Nein! Die darf ich jetzt nicht mehr benutzen. Peter, was machst du nur? Was machst du da eigentlich? Peter Parker, sag mal. Und damit willst du dein Geld verdienen, kleiner Hosenscheißer. Ja, da kommen jetzt besonders wenig bei rum. Der ist voll. Ich weiß gar nicht, wo das ausgebaggerte Schiffmaterial ist. Ich kann da ja gar nicht hinfahren. Okay. Fahren geht gar nicht. Ach so, jetzt kann ich das natürlich auch alles mit der Maus machen. Oh, du leck mir doch einer Fittich hier. Kannst mir echt mal die Höschen putzen, ne? Okay, das dauert so viel länger. Das kann ich ja besser so machen. Mit der Maus geht das nicht so gut. Aber... Weh? Nächste Kamera, Fahrtkamera, Schaufelkamera, nach links drehen, nach rechts drehen, Vor-, Ausstieg, Scheinwerfer, Handbremse. Nee, kann ich nichts machen. Dann machen wir mal die Handbremse an, weil wir sind ja Safety. Boah. Ey, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das war ja perfekt. Bin einfach zu nah dran. Seht ihr, Freunde, hier kommt schon Goldschürfer-Modus. Kaum gesagt, schon wird wieder verkackt, ey. Das
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh ja, zu weit. So. Ich glaube, das dauert alleine eine halbe Stunde. Es tut mir leid, ne? Ich hoffe, ich werde mit der Zeit besser, ne? Aber. Ach so. Fühlt man sich viel freier. Ich glaube, das dauert alleine eine halbe Stunde, bis ich hier den voll gemacht habe. Sorry, Freunde. Aber so ist das, wenn man neue Spiele spielt. Ich habe das gesehen beim Shop. Beim Steam Sale. Ich hatte noch ein bisschen Guthaben. Habe ich das eben gekauft mit ein paar DLCs von Parker. Und habe das wirklich sehr gefeiert. Also habe ich mir gedacht, komm, hole ich mir. Let's play ich so ein bisschen. Habe ich Bock drauf. Vor allem jetzt kann man am besten, glaube ich, sogar sehen, wie scheiße ich bin. Oder scheißen gut. Aber der ist mir einfach zu nah. Muss ich ja ehrlich sagen. Ne? Der ist mir einfach echt so ein bisschen... Ja komm, wir machen noch eben ein paar Minuten. Ich will ja wenigstens ein bisschen was schaffen. Ne? Einen Tag hier 5 Schaufeln gemacht. Folge wäre jetzt eigentlich schon vorbei, aber das ist mir egal. Bisschen Abraummeter muss man ja auch noch schaffen hier. Ah, das mit dem E, das fuckt ein bisschen ab. Außen bin ich jetzt gerade im Fluss, wie ihr seht. Aber ich mach den noch voll und dann beende ich die erste Folge. Hayachi! Ah, guck mal, schon ein bisschen was haben wir ja hier fertig. Ham! Also ich gehe fest davon aus, dass hier der falsche Ort ist, um das rauszuschürfen. Aber egal. Oh, ich habe immer weiter gedrückt. War schon 67. Da war jetzt nicht ganz so viel in der Schaufel drin. So. Das war eine beschissene Schaufel, muss ich ehrlich sagen. Merke ich ja selber schon. Das sag ich ja. Pff, 2%, also bitte. Freunde, jetzt lassen wir uns mal hier nicht versagen. So, jetzt drehe ich die Kamera so ein bisschen. Und dann, genau.
Da sollte jetzt ein bisschen mehr drin sein. Boah, 75, ja, da war schon mehr. Sio. Ah, das ist irgendwie nicht so geil. Ah, jetzt kriegen wir es langsam hin. Ich glaube, die vorerste Folge geht eine Stunde. Es tut mir leid. Natürlich, muss man auch zusammen machen. Oh! Das fuckt ja wirklich ab. So, haben wir es doch fast geschafft, würde ich sagen, ne? RPM, Öldruck. Öldruck ist rot. Ist das gut oder ist das schlecht? Das weiß ich auch nicht. So, Maschine läuft. Nein, hoch, bisschen zurück und ein bisschen zu mir, so. An dieser Stelle machen wir jetzt erstmal eine Aufnahmepause. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, es wird besser, es tut mir echt leid. Aber der aller Anfang ist schwer. Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall besser. Ich weiß nur noch nicht, wie man fährt. Das muss ich noch gucken. Also, bis zum nächsten Mal. Haut gerne was in die Kommentare. Euer Speed One Rap. Ciao.